ausgerottet und deren Platz eingenommen haben. Zur selben Zeit werden auch die Menschenaffen ohne jeden Zweifel ausgerottet sein. Dieses Zitat, das an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lässt, beweist, dass Darwin ein in der Wolle gefärbter Rassist war, der fest an die Überlegenheit des weißen Mannes glaubte. Er glaubte, der weiße Mann würde im Lauf der Zeit die sogenannten minderwertigen Rassen zunächst versklaven und anschließend ausrotten. Tatsächlich fielen Darwins Ideen auf fruchtbaren Boden, denn der weiße Mann brauchte inzwischen dringend eine Theorie, um seine Verbrechen zu rechtfertigen. Seit dem 16. Jahrhundert hatten die Europäer begonnen, andere Teile der Welt zu kolonisieren. Die ersten Kolonialherren waren die Spanier, allen voran Christoph Kolumbus. In kurzer Zeit besetzten die spanischen Konquistadoren Südamerika und versklavten die Ureinwohner, die ihnen friedfertig begegnet waren. Die südamerikanischen Provinzen, reich an Gold und Silber, wurden von den Invasoren geplündert. Wer von der Urbevölkerung Widerstand leistete, wurde niedergemetzelt. Nach den Spaniern nahmen die Portugiesen, die Holländer und schließlich die Briten das Wettrennen um neue Kolonien auf. Im 19. Jahrhundert wurde Großbritannien zur größten Kolonialmacht der Welt. Von Indien bis Lateinamerika beutete das britische Empire die Schätze der Natur in großem Stil aus. Der weiße Mann plünderte die ganze Welt für seine Interessen. Selbstverständlich wollten die Kolonialmächte vor der Geschichte nicht als Plünderer dastehen, also suchten sie nach Gründen, die ihre Politik der Ausbeutung rechtfertigen sollten. Die Rechtfertigung war einfach. Die ausgenutzten Menschen wurden zu Primitiven, sogar zu tierähnlichen Kreaturen erklärt. Diese Art Behauptungen wurden gleich zu Beginn der Kolonisierung vorgebracht, schon zu Zeiten, als Kolumbus die Segel setzte. Mit der Erklärung, die amerikanischen Ureinwohner seien keine Menschen, sondern eine weiterentwickelte Tierart, rechtfertigten die spanischen Kolonialisten deren Versklavung. Das Argument fand jedoch seinerzeit nicht viele Befürworter, glaubte doch die überwiegende Mehrheit der Europäer jener Zeit, dass alle Menschen von Gott gleich geschaffen sind und dass alle vom selben Vorfahren abstammen, dem Propheten Adam. Die Dinge änderten sich jedoch im 19. Jahrhundert. Als die materialistischen Lehren aufkamen, begann man die Tatsache, dass die Menschen von Gott geschaffen sind, zu ignorieren. Und so wurde der Rassismus geboren. Die pseudowissenschaftliche Grundlage dieses Rassismus war Darwins Evolutionstheorie. Der indische Anthropologe Lalita Vidyarthi führt aus: Seine, Darwins, Theorie vom Überleben des Stärkeren wurde von den zeitgenössischen Sozialwissenschaftlern wärmstens begrüßt. Sie glaubten, die Menschheit habe verschiedene Evolutionsstadien durchlaufen, die schließlich in der Herausbildung der Zivilisation des weißen Mannes gipfelten. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurde der Rassismus von der großen Mehrheit westlicher Wissenschaftler akzeptiert. Mit seinen rassistischen Ansichten stärkte Darwin der Kolonialpolitik der europäischen Mächte den Rücken. Der Imperialismus des viktorianischen Englands fand seine Rechtfertigung in Darwins Theorien und machte sie zu seiner sogenannten wissenschaftlichen Basis. Eines der interessantesten Beispiele, wie die Evolutionstheorie den britischen Imperialismus inspirierte, ist der Piltdown-Mann-Skandal. 1912 wurde ein merkwürdiger Schädel in Piltdown, England, ausgegraben. Charles Dawson, der Wissenschaftler, der den Schädel mit seinem Team ausgegraben hatte, erklärte, der Schädel gehöre zu einer Kreatur, halb Affe, halb Mensch. Arthur Keith, ein berühmter Anatomiespezialist und Anhänger der Evolutionstheorie, bestätigte das. Dawson und Keith machten besonders auf einen bestimmten Punkt aufmerksam. Das Gehirn des Piltdown-Mannes war genauso groß wie das des modernen Menschen. Der Kieferknochen jedoch hatte die Merkmale eines Affen. Das Gehirn des Piltdown-Mannes wurde plötzlich zum Anlass eines wachsenden Nationalstolzes der Briten. Der Schädel war in England gefunden worden, also musste er zu einem Vorfahren der Briten gehört haben. Die Größe des Hirns schien zu zeigen, dass die Briten sich zu einer höher als andere stehenden Rasse entwickelt hatten, ergo war die britische Intelligenz anderen überlegen. Durch diese Schlussfolgerung sorgte die Entdeckung des Piltdown-Mannes für große Aufregung in England. Die Zeitungen brachten riesige Schlagzeilen, in den Clubs wurde die Entdeckung überschwänglich gefeiert. Das britische Königshaus erhob Arthur Keith in den Ritterstand, als Anerkennung für seine Arbeit über den Piltdown-Schädel. Der berühmte Paläontologe Johansson, selbst Vertreter der Evolutionstheorie, erklärt die Beziehung zwischen Piltdown und dem britischen Imperialismus wie folgt. The Piltdown discovery was very Eurocentric. Not only did the brain have preeminence, but the English had preeminence. Die Inspiration der Briten durch den Piltdown-Mann dauerte 40 Jahre. 1953 untersuchte ein Wissenschaftler namens Kenneth Oakley den Schädel und entlarvte ihn als die größte Fälschung in der Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Der Unterkieferknochen eines Orang-Utans war an jenem menschlichen Schädel befestigt worden. Radio London brachte voll Erstaunen folgende Meldung. Britain's august Natural History Museum is all a-dither over a scandal concerning the Piltdown Man. One of the most famous fossil skulls in the world is declared to be in part a hoax. 40 years ago, its discovery was a sensation. Today comes the shocking news that this is skullduggery. Für die Evolutionisten war der Piltdown Man nur der Anfang. In den folgenden Jahren wurden andere Schädel als Beweise für die Existenz eines Vorfahren des Menschen präsentiert, doch später wurde jeder einzelne entweder als Betrug entlarvt oder zumindest als Fehlinterpretation. Es wurde festgestellt, dass diese Schädel entweder zu ausgestorbenen Affenarten gehörten oder zu älteren Menschenrassen. Trotz dieser Tatsache gingen die Evolutionisten noch einen Schritt weiter und wagten es, selbst Fossilien von Schimpansen, Orang-Utans und sogar Schweinen als Vorfahren des Menschen zu präsentieren. Im Lauf der Zeit jedoch mussten alle diese Beweise
Die Namen wie Zinyanthropus, Ramapithecus und Hesperopithecus hatten wieder zurück.